I am the Jochen und das ist der Frühsport für Freitag, den 30. September 2022. Schönen guten Morgen. Zwei Fußballmannschaften stehen heute gleich mal im Mittelpunkt, nämlich Bayern München und Bayer Leverkusen. In der Bundesliga, denn die hat uns jetzt wieder nach der Nations League Pause, gibt es zum Auftakt heute Abend genau dieses Duell. Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann sehen wir erstmal unter den ersten vier auf den Champions League Plätzen weder Bayern München noch Bayer Leverkusen. Denn die Bayern sind momentan Fünfter. Zuletzt ja diese ominöse Serie von vier Bundesligaspielen in Folge, die sie nicht gewonnen haben. Das war irgendwie das erste Mal seit 2000 und war zerquetscht irgendwann. Und bei Leverkusen, da müssen wir ganz weit runter scrollen, die finden wir auf Platz 7 mit einem Saisonsieg und zuletzt drei weiteren Bundesligaspielen ohne Sieg. Ist fast schon ein kleiner Krisengipfel, der da stattfindet. Aber natürlich jetzt mit der Länderspielpause dazwischen, mal gucken, wie die Nationalspieler zurückkommen, wird das, glaube ich, eine ganz interessante Sache. 20.30 Uhr heute Abend das Ganze auf The Zone zu sehen. Aber auch die Frauenteams der beiden Clubs stehen im Mittelpunkt. Zum einen die Bayern-Frauen, die haben sich gestern qualifiziert für die Champions League gegen Real Sociedad, genauso wie die AS Roma. Das waren die letzten beiden Teams, die noch gefehlt haben. Die haben sich gegen Sparta Prag durchgesetzt und Leverkusens Fußball-Frauen, die spielen heute schon um 6:45 beim VfL Wolfsburg, beim deutschen Meister, also auch ein Topspiel. Das gibt's live zu sehen auf Magenta Sport und meines Erachtens auch auf Eurosport 1. Ich gucke nochmal gerade schnell parallel nach, aber meine mich zu erinnern, dass die das jetzt immer, ja genau, auch weiterhin zeigen, dieses Freitagsabends-Topspiel, also Eurosport 1. Entweder seid ihr im Free TV dabei oder auf Magenta seid ihr dabei. Wenn die Frauenbundesliga heute wieder, das heißt wieder startet, die hatte ja keine Nations League Pause. So, Zweitliga geht auch wieder los mit Hannover gegen den HSV und Paderborn gegen Darmstadt. Beide Spiele um 18:30 Uhr in der zweiten Liga, Konferenz oder einzeln bei Sky Bundesliga zu sehen. Tabellarisch gesehen ist das natürlich sensationell, weil es sind die Top 4 der Tabelle unter sich. Also knackiger kann so ein Fußballwochenende nicht beginnen. Wir haben den HSV auf 1, 21, Paderborn 2. mit 19, Darmstadt 3. mit 18 Punkten und Hannover 4. mit 17 Punkten. Und wie gesagt, diese Konstellation heute, die lässt die Zweitligakonferenz natürlich wirklich zu einer absoluten Spitzenkonferenz werden. Freuen wir uns drauf, 18:30 Uhr und danach dann 20:30 Uhr Krisengipfel Bayern gegen Leverkusen. Verrückte Sache. Apropos Krise, Erzgebirge Aue steht in der dritten Liga, ja, so ein bisschen vor dem Nichts. Tabellenplatz 20 und damit der letzte. 9 Spiele, kein Sieg, 3 Pünktchen. Und heute Abend geht's gegen den SV Meppen. Die stehen im Mittelfeld auf Platz 11 und die Aue mit einer Niederlagenserie im Rücken müssten dringend mal wieder was reißen zu Hause. Wenn das wieder schief geht, dann weiß ich nicht, wie es noch werden soll. Magenta Sport lässt euch Zeuge sein ab 19 Uhr. Wenn ihr es habt, guckt dort gerne rein. Dazu gibt es noch die französische Liga mit Angers gegen Marseille auf DAZN um 21 Uhr. Ebenso wie aus der spanischen Liga Bilbao gegen Almeria. Auch 21 Uhr DAZN. Aber ich denke mal, den Abend sollte man schon in Fußball Deutschland verbringen, denn dafür sind die Spiele heute wirklich zu interessant. Also es ist eher ein interessantes Freitagsprogramm, wie ich finde. So, das war der Fußball. Dann gehen wir mal weiter gucken, was noch so los war und ist. Wir haben zum Beispiel die Nachricht vom Tennis aus Tel Aviv. Da haben Kravitz-Mies zusammen die Halbfinalrunde erreicht. Spielen dort heute wieder, das Ganze ab Live-Uhr 10 zu sehen. Richtig, ab 10 Uhr live zu sehen auf Sky Tennis. Das Turnier aus Tel Aviv, natürlich auch mit den Einzelkonkurrenz, mit der Einzelkonkurrenz, aber ohne deutsche Beteiligung. Aber Kravitz-Mies im Doppel dort eben auch am Start. Wobei ich nicht genau weiß, ob die heute gleich wieder spielen, ihr Halbfinale, oder ob das morgen ist. Ich glaube, die spielen erst morgen wieder. Schaut mal rein, wenn ihr wollt, kriegt ihr es mit. Spielplan liegt mir noch nicht vor. Und Kravitz-Mies spielen ja noch um die Teilnahme an den ATP Finals. Da sind sie momentan im Race, glaube ich, 11. Aber Platz 8 ist noch in Reichweite. Da lagen zuletzt Tim Pütz und Michael Venus. Also es wird noch eine spannende Nummer. Kommen wir die Tage nochmal drauf, wie es hier in diesem Race ausschaut. Also Tennis, wer Lust hat, gucke rein. Außerdem ist Herr Struff in Sofia übrigens im Viertelfinale. Das hatte ich ja auch gestern schon so ein bisschen. Und Oskar Otte, im Einzel zwar ausgeschieden, aber im Doppel steht er ebenfalls im Halbfinale mit seinem Partner. Und jetzt gestehe ich auch wieder, Namen, die ich noch nie gehört habe, Fabian Fallert. Hat es zu was gebracht mit Oskar Otte zusammen. Gegen Bolelli Fonini spielen die jetzt am Freitag. So, ebenfalls Freitagabend, 20.30 Uhr, da gibt es die Basketball-Bundesliga mit Medi Bayreuth gegen die Fraport Skyliners. Das ist das zweite Saisonspiel, das erste hatten wir ja schon, wo Alba Berlin gewonnen hat gegen Hamburg. Jetzt also das zweite Saisonspiel und das gibt es nicht nur auf Magenta Sport Live, sondern auch im Free TV auf Sport 1. Wer also Basketball gucken will heute Abend, Bayreuth gegen Frankfurt, seid ihr
am Start. Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM ihr drittes Spiel verloren. Also es war die erste Niederlage im dritten Spiel. Gegen Serbien gab es ein glattes 0 zu 3. Serbien aber auch klar vorne in dieser Gruppe mit 3 Spielen und 3 Siegen. Das andere Team, was noch ungeschlagen ist in der deutschen Gruppe, sind die USA. Und die gibt es dann heute als Gegner um 19 Uhr. Und ihr könnt auf Sport Deutschland live dabei sein, wenn ihr wollt, gegen Extrazahlung. Aber Tendenz, es gibt eine weitere Niederlage und dann geht es gegen Kanada um die definitive Qualifikation und auch um die Platzierung, würde ich mal so sehen. So, dann gucken wir noch kurz, ob wir alles haben. Glaube, wir sind soweit durch. Ich schaue nochmal drüber. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Doch, doch, oh, Eishockey, hui, DEL, sorry, liebe Eishockey-Freunde. DEL spielt wieder heute Abend 5 Partien um 19:30 Uhr auf Magenta Sport zu sehen. Wir haben die Fishtown Penguins, den Tabellenführer, gegen Schwenningen. Dazu haben wir Frankfurt gegen Red Bull München, Ingolstadt Straubing, Eisbären gegen Mannheim. Beide nicht so optimal gestartet, ja. Und Bietigheim gegen Köln. Das haben wir heute Abend auch noch in der DEL anzubieten. So, Volleyball Supercup wird ausgespielt. Das ist ein Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da ist mir aber gerade auch nicht bewusst, wo das live zu sehen ist. Ich gucke mal kurz drüber. Gibt es das auf Sport Deutschland? Glaube, weiß ich nicht. Nö, da muss ich gerade. Das hätte ich jetzt mal vorbereiten können, ne? Volleyball WM der Frauen ist klar. Ich gucke mal kurz drüber. Nee, die zeigen nur Volleyball WM der Frauen, habe ich so das Gefühl. Da sehe ich jetzt nichts von diesem Volleyball Supercup. Wer was weiß, Kommentare gilt ja immer nur. Wenn ich hier irgendwie Quatsch erzähle, bin ich ja immer dankbar, wenn es jemand korrigiert und oder besser weiß. Das auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Tischtennis. Die WM startet mit Deutschland gegen Kasachstan. Der Teamwettbewerb auf jeden Fall. Ohne die ganz großen deutschen Stars. Aber trotzdem halten wir natürlich ein Auge da drauf und gucken, wie die deutschen Tischtennisspieler sich dort so schlagen werden. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. DEL haben wir jetzt. Fußball haben wir auch. Reicht auch, würde ich sagen. Genau. Für einen schönen Sportfreitag, der dann doch wieder eher fußballlastig ist. Und wer wissen will, was noch los ist in den nächsten Wochen? Im gestrigen Video hatte ich ja so ein bisschen schon erzählt, was alles noch so bis zur Fußball-WM auf uns wartet. Und da gibt es noch eine ganze Menge schöne Sachen. Guckt gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt euch einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Dankeschön. Ciao.